ich hab ne Schürze um, ich dreh die Würste um, ich bin der Kalle und ich steh am Grill. Und mit nem Bierchen in der Kralle grill ich immer, würdet alle Fleisch und Würste grillen, ist alles, was ich will. Ich hab ne Schürze um, ich dreh die Würste um. Herzlich willkommen zum Cooking Simulator. Halt dein Maul, Uhr. Ich hab keinen Bock auf dich. Heute wird mal wieder ordentlich gekocht. Und ich habe gehört, es gibt hier auf jeden Fall ein Halloween-Update. Gucken wir mal, ob wir damit irgendwas machen können. Ansonsten haben wir hier irgendwie unseren Tag scheinbar letztes Mal nicht richtig beendet. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir das jetzt... Wie wir das jetzt handeln. Du wirst diese Zahlen brauchen. Was ist das denn? Es ist eine ganz normale Küche. Ständig fallen Geräte aus. Ich habe die günstigsten Kellner im Telefonbuch gespeichert. Bedanke dich nicht bei mir. PS, überlege dir zweimal, ob du die günstigsten einstellen willst. Leute, wir können jetzt wirklich telefonieren. Hallo, wie kann ich telefonieren? Also nicht. Gucken wir mal in den Computer rein. Fähigkeitsmanager, keine Punkte, nee. Theoretisch könnte ich hier, nee, ich habe auch keine Punkte, gar nichts, ne? Ich bin richtig low und Dings, ey. Gut, dann machen wir mal eben das Lachssteak, wa? Ich dreh die Würste um, ich hab die Schürze um. Amen, na, Kujon. Wir brauchen den Lachs. Der Lachs muss löppen. Gönn Lachs in Pfanne. Sehr gut. Das Ding ist, irgendwann müssen wir die Sachen eh auswendig können. Deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir das nochmal eben fertig machen. Wir tun das mal so, als würden wir das, nee, wir müssen mal nachgucken. Sonnenblumenöl. Gib mal Sonnenblumenöl. Gib mal Sonnenblumenöl. Blub, 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 blub. Lachsfilet muss umgedreht werden. Wo ist mein Spatula? Na komm, Spatula, Spatuli. Wo bist du denn, Alafanwender, du? Das sieht hier aus, alles dreckig, alles kacki. Aha, hier. Ordnung muss sein. Wir haben doch alles im Griff. Scheiße, Arsch. So, jetzt hier drehen. Zack. Cancelled. Oh, da wurde was gecancelt. Das hatte ich noch nie. Da, 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 da. Mit dem Grüßchen in der Zange. Amena, ich bin alle. Amena, Amena, Kujon. So, Lachs ist fertig. Kommt weg. Oh, shit. Oh, schnell eine Platte. Gönn, Platte. Kartoffeln müssen abgegossen werden. Sehr gut. Oh, das war knapp. Da wäre fast wieder was runtergefallen. So, jetzt keinen Fehler machen. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Schnell einen neuen Teller. Warte mal, irgendwie hatten wir irgendjemand geschrieben. Ich kann auch das einfach draufnehmen. Ach, guck mal, so geht's auch. Wo ist die andere Kartoffel? Zack. Nein. Ey. Alter, ich flipp aus. Jetzt ist die Scheiße wieder runtergefallen. Ich hab's gleich. So. Alter. Jetzt bleib doch mal da drauf. Meine Fresse. So. Und jetzt ab dafür. Hier, Lachssteak. Oh, Umsetzung, Zeit, Geschmack. Ist okay. Ist okay, Alter. Ein bisschen Ruhm haben wir uns gegönnt. Gab sogar 5 Euro Trinkgeld. Wieso liegt denn hier eigentlich noch so viel Shit rum? Bestimmt noch vom letzten Mal, der Thunfisch, Alter. Den packen wir mal in den Mixer rein. Und ab dafür. Oh, guck mal, da kommen ganz viele kleine Thunfischstückchen raus. Ist ja auch nochmal melont. So, was war jetzt hier noch? Wir wollen noch gegrilltes Thunfischsteak. Ah, das ist doch fertig gewesen. Oh mein Gott, ich hab's gerade weggemacht. Oh, kann ich das von vorletzter Woche noch nehmen? Das ist doch bestimmt noch gut. Komm, gönn. Ist doch egal, wenn das geschnitten ist. So, ich kann den Teller ja mitnehmen. Haben wir gerade gelernt. Wir haben es ja richtig gefickt eingeschädelt. Zitrone, 80 Gramm Viertel. Jo. Wir haben ja hier schon, wir sind Sternekoch. Wir wissen ja genau, wie der Lachs löbt. Alter, jetzt mal ehrlich. Guck mal, hier liegt alles noch, was wir brauchen. Zack. Direkt abgeben, den Lachs. Damit lebe ich. Damit kann ich gut leben. Die Umsetzungszeit, die holt hier wieder einiges raus. 3 Euro Trinkgeld, das liegt da schon 2 Wochen auf der Ablage. Haha, wir sind krasser Koch. So, Schweinekoteletts in Bratkartoffeln. Nimm Schweinekoteletts, 200 Gramm. Würze mit Salz, schwarzer Pfeffer und Thymian getrocknet. Schweinekoteletti, das haben wir hier. So, zack, zack, zack. Das löbt. Ich verdiene mir heute wirklich noch meine goldene Dings hier. Oh. Rein in die Pfanne mit Sonnenblumenöl. Kosten, oh shit. Müssen wir auch... Ah, scheiße. Müssen wir irgendwas bezahlen oder was? Nimm Kartoffel 300 Gramm, würzen mit Salz 6 Gramm, schneiden Kartoffeln in Stücken. Können wir die nicht jetzt schon drauflegen? Können wir nicht den smarten Move machen? Jetzt das Messer nehmen. Und jetzt gucken wir mal. Scheiße, es geht nicht. So, dann... Oh, fuck. Da komme ich nie ran, ne? Okay, wir brauchen noch... wir brauchen neue Kartoffeln. Pures Chaos hier heute in der Küche. Da... Oh, lol. So und so. Die haben nicht sogar gesagt, 50 Gramm Stückchen. Also eigentlich nur 3 Bratkartoffeln. Ich meine, was sind das für dicke Bratkartoffeln? Das sind deren Bratkartoffeln. Mehr wollen... Hör auf zu schneiden. Die wollen solche dicken Oschis, ne? Da müssen die wissen. Ofen müsste noch heiß sein. Ey! Oh, scheiße, der ist kaputt. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich habe zum Glück hier unten noch einen. Was mache ich denn mit so einem Ofen, der kaputt ist? Wie kann ich den reparieren? Oh, weia, Alter. Wir brauchen einen neuen Teller. Oh. Ah, shit. Und die Kartoffeln sind auch fertig. In 3 Sekunden. 1, 2, 3. Bing. Und nochmal belohnt. Wir haben ja dazugelernt, ne? Jetzt das Kotelett.
ist auch gleich fertig. Also jetzt, wenn wir dafür nicht eine volle Punktzahl bekommen, dann weiß ich auch nicht. Wir haben alles richtig gemacht. Mit einem Bierchen in der Kralle grill ich immer, würdet alle Gramme nah. Oh! Trinkgeld 4. Wieso haben wir Trinkgeld 4 bekommen? Wir haben noch 7 Euro bekommen. Aber das ist sehr gut. Wir haben sehr viel Ruhm. Was kann ich denn mit diesem Zauberstab jetzt eigentlich machen? Kann ich Hokus Pokus auf den Ofen machen? Und er wird dann wieder heile? Hokus Pokus. Ratatouille. Nee, es geht alles nicht. Hokus Pokus. Wo kann ich denn Pokus machen? Ja gut, gehen wir ab. Guck mal, wie viel Cash wir heute gemacht haben. Ist ja unnormal melohnt. Bumm, Stufe 6. Jetzt hoffe ich, dass wir uns hier krasse Sachen freischalten können. Mehr Erfahrung fürs Ding, ne? Das wäre, glaube ich, mal ganz geil. Das Kaufen und Aufwerten von Rezepten kostet 20% weniger. Das hätte ich auch gern. Gönn. Tag 8. Wie kriegen wir denn jetzt diesen Ofen heile? Das ist jetzt eine Frage. Die kann ein bestimmter Computer beantworten. Und wie kann ich Leute anrufen? Das ist auch nochmal eine Sache. Warte mal, Deko-Manager. Boden, Oberwände, Steine, Decke. Oh, wir können ja noch den Boden und sowas machen, ne? Oh, weia, Alter. Komm, gönn mal hier ein bisschen. Gönn mal ein bisschen. Oh, schön. Guck mal, alles sauber wieder. Aber nicht alles heile. Aber das ist ein bisschen dunkel, ne? Warte mal, können wir noch ein anderes nehmen? Da hat es irgendwie geknallt gerade. Ja, moin. Irre. Erstmal ein Bierchen in die Dingsrüstung hier. In den Körper, Alter. Aha, Steak mit Pommes frites. Gönn mal das Steak. Schön auf die Platte. Mit Pfeffer und Salz wieder mal würzen. Das kennen wir ja mittlerweile schon. 4 Grams. Ansonsten kommen dann die Kartoffeln dran. Oh, da müssen wir wieder so komische Pommes machen, ne? Die müssen wir immer selber basteln. Frittierkorb. Kaufen. Zack. So, hier müssen wir jetzt mal Platz machen. So, jetzt nehme ich hier die Kartoffeln und die schmeiße ich jetzt einfach in den Schredderer. Guck mal, wie die da rausgeschissen kommen. So, gönn mal die ganzen Kartoffelstückchen. Zack, zack. Gönn. Rote Kartoffel. Ja, rot, blau, gelb, ist doch egal. Hauptsache Kartoffel oder nicht. Sehr gut. Und dann schmeiß an den Lachs. So, da kann gar nichts schief gehen. Eieiei, wir brauchen jetzt einen Teller. Wir nehmen mal so einen großen. Einfach, weil es geiler aussieht auch, ne? Das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber ich verspreche euch, das wird richtig gut ankommen. Gut, Geschmack ist scheiße, aber es gibt trotzdem Punkte. Kein Trinkgeld, das ist natürlich scheiße. Gönn den nächsten Auftrag. Danke. Gebratene Garnelen, das haben wir noch nie gehabt. Das ist neu. Zu einer Pfanne hinzufügen. Butterschmalz, 30 Milliliter. Salz, 10 Gramm. Schwarzer Pfeffer. Garnelen, 120 Gramm. 50 Sekunden lang braten. So, dann gib mal her die Pfanne, Alter. Wo sind denn meine Garnelen? Da sind sie doch. Zack, zack, zack. Ach, ich kann selber, guck mal, wenn ich so zur Seite mache. Dann kann ich selber bestimmen, wo in der Pfanne das landet. Ist ja insane, die Quality von diesem Game, Alter. Jetzt müssen wir noch ein bisschen würzen. Scheiße, ein zu viel. Oh, das gibt wieder Abzüge. Wie viel Zeit habe ich denn dafür? 5 Minuten noch. Boah, da kann ich mir leider noch einen popeln. Butterschmalz, geil. Kaufen. Wie viel wolltest du davon? 30 Milliliter. Okay, jetzt müssen wir ganz präzise arbeiten. Zwei Milliliter brauchen wir noch? Ja! Ehre. Ja, war eh fast leer. So, und das jetzt 50 Sekunden lang braten. Währenddessen nehmen wir uns gleich eine Zitrone und schneiden die. Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Banane, Zitrone, schau mal, was der Kalle kann. Banane, Zitrone, das Bierchen ist gleich leer. Banane, Zitrone, dann komme ich mit dem Gewehr. Amena, amena. Guck mal, die Garnelen, die sehen richtig knusprig aus. So, die sind fertig. Zitrone. Banane, Amenakoyon. Garnieren mit Petersilienblätter. Oh, das hätten wir fast vergessen. 1, 2, 3. Alter, ich hab's einfach raus mittlerweile, Leute. Ding, ding, ding. Jetzt gib mir the money, Alter. Siehste, ordentlich Ruhm geerntet wieder. Es gibt keinen drinnen. Widerstand ist zwecklos. Gut. Oh, ich kann das Licht ausmachen. LOL. Ukrainische Borscht. Gut, die machen wir nochmal schnell. Hühnerbouillon. So, alles in ein Töpfchen, ne? I wanna pipi mach. So, rein in den Körper. Salz. 20 Gramm Salz. Wir machen jetzt hier alles richtig. Wir machen die perfekteste ukrainischste Bouillon-Dingsbums der Welt. Scheiße. Machen das nochmal. Neue Hühnerbouillon. Alles rein. Perfekt. Zwar schwarzer Pfeffer. Rote Beete. Das ist eine rote Kartoffel. Wir machen es wieder so, damit wir nicht mal hin und her rennen müssen. Zeit sparen, Leute. Zeit sparen ist wichtig in diesem Spiel. Nee, jetzt nicht noch ein Steak. Da haben wir keine Zeit für. Zwiebeln. Oh, ich habe was verkippt. Warum habe ich was verkippt? Ey! Wieso verkippt der alles? Oh, ich kipp nochmal alles aus. So. Alles rein hier in die Schüssel. So, jetzt machen wir hier diese Scheiße rein. Wir brauchen schnell die Bouillon. So, jetzt pack die scheiß Hühnerbrühe rein. 120 Sekunden kochen lassen. Da müssen wir uns beeilen. Wir haben nur noch 120 Sekunden. Scheiße, alles im Arsch. Dann in die Mikro. Pack doch rein. Er will nicht. In den Ofen vielleicht? Ja,
und an. Man muss sich nur zu helfen wissen. Das funktioniert sogar. Ich bin so ein Genie. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen drüber sein, aber wir haben hier gerade eine absolute Notlösung gefunden. Also da kann man auch mal ein paar extra Sternchen für geben. Aber mit dem Geschmack, da können wir punkten. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die Küche einfach erstmal ein bisschen heile. Vielleicht wisst ihr ja, wie das funktioniert. Denn ganz offensichtlich brauche ich hier ein paar neue Geräte, Herr Aller. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.